Man kann ja viel Abenteuerliches bei YouTube finden. Auch so manche Beispiele, wie man seine Mavic nicht landen sollte, mag an der englischen Beschreibung Drone Catch liegen. Jedoch sollte man es so auf keinen Fall machen. Ihr habt euch diese Drohne gekauft, weil sie perfekt in der Luft stehen kann. Dazu nutzt sie das nach unten gerichtete Vision-System und verschiedene Sensoren. Kommt nun von unten ein Hindernis, in diesem Fall die Hand, so will die Mavic nach oben ausweichen. So soll es auch sein. Wer nun die Drohne greift und nach unten zieht, der stresst die Motoren ungemein, da die Drohne ja ihre Höhe halten will und alles daran setzt, da zu bleiben. Klar seid ihr stärker als die Motoren und könnt sie festhalten, dass die Schutzschaltung der Drohne angeht und sie ausschaltet. Aber warum? Einfach die Hand flach ausstrecken, die Drohne genau drüber positionieren und den Steuerknüppel nach unten ziehen. Die Hand schwenkt, wenn überhaupt, mit der Drohne mit, aber auf keinen Fall greifen. Die Drohne will im ersten Moment eventuell nochmal nach oben weg, dann aber lässt sie sich überzeugen und senkt sich selbst bei dem starken Wind hier sanft auf der Hand nieder. So, jetzt genug. Zeit für eine Pause in der Wintersonne und ein bisschen fliegen.